Hi, ich bin Alex. Ich bin wieder unterwegs mit meinem Roller und zwar diesmal in die Steckeschläferklamm. Wir haben heute den 14. November und ich habe mir eingebildet, ich fahre jetzt nochmal los. Mittlerweile ist mir ehrlich gesagt ziemlich kalt. Ich habe jetzt gerade mal 30 Kilometer ungefähr hinter mir. Es ist total bedeckt und feucht. Aber gut, ich habe es mir eingebildet und deswegen fahre ich jetzt auch hin. Es sind jetzt noch 19 Kilometer. Die Steckeschläferklamm, die ist südlich von Bingen in Rheinland-Pfalz und soll eine schöne Klamm sein zum Durchwandern mit Brücken und vielen Schnitzereien in den Bäumen. Von hier aus sind es jetzt noch 2,5 Kilometer ungefähr. Und umso weiter wie ich raufkomme, umso kälter wird es. Jetzt hat es gerade nur noch 6 Grad. Und wie man sieht gar nichts mehr. Es ist komplett alles vernebelt. Na, mal sehen, bis im Wald
Jetzt bin ich angekommen hier am Eingang von der Steckeschläferklamm. Und der Name, der kommt übrigens davon, dass sie die Wanderer hier durchgehen und ihre Stecken schleifen lassen. Jetzt einmal durchgegangen durch die Steckeschläferklamm. Wenn man rauf und runter geht, dann sind es ungefähr 1,4 Kilometer. Also man kann das wunderbar mit Kindern gehen. Und für die Kinder ist es bestimmt auch total interessant, aber auch für die Erwachsenen natürlich, die Gesichter überall zu entdecken. Das ist 1971 geschnitzt worden von einem Künstler namens Franz Kellermeier. Es sind insgesamt 66 Schnitzereien. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht alle gefunden, aber wer sich auf die Suche begibt, wird sie sicher alle finden. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Wanderung und es hat sich gelohnt, hierher zu kommen, obwohl es auf dem Roller ein bisschen kalt war. Aber wenn man hier rauf und runter geht, wird es einem ja wieder warm. Heute ist Montag, es war auch überhaupt nichts los hier. Zwei, drei Leute habe ich getroffen. Also empfehlenswert. Wer Lust hat, kommt einfach hierher in die Steckeschläferklamm. Ich verabschiede mich damit wieder von euch. Für mich geht's wieder rauf zum Parkplatz und von da aus wieder zurück Richtung Mainz. Bis dann, macht's gut. Ciao, euer Alex.